Hallo und herzlich willkommen zu unserem SHK TV Magazin. In dieser Woche waren wir für Sie sportlich unterwegs und haben den zweiten Hansgrohe Triathlon in Offenburg besucht. Neben Triathlongrößen aus aller Welt testeten dort auch in diesem Jahr wieder Teilnehmer aus der SHK-Branche ihre sportlichen Fähigkeiten im Jedermannrennen. 400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen galt es dabei entweder alleine oder in der Staffel zurückzulegen. SHK-Triathlon hier in Offenburg. Wie fühlen Sie sich so kurz vor dem Start? Gut soweit. Und welche Erwartungen haben Sie? Ich möchte gut durchkommen, möchte meine Zeit um 9 Minuten verbessern. Ja, dann viel Glück dafür und dann sehen wir uns nach dem Rennen nochmal wieder. Ja, ich habe letztes Jahr beim ersten SHK-Triathlon schon mitgemacht. Hat halt Spaß gemacht und habe mal gedacht, machst du halt wieder mit, ne? Einfach aus Spaß an der Freude. Welche Ziele haben Sie sich gesetzt für heute? Das Hauptziel ist immer durchkommen. Natürlich will man immer Erster werden, aber es wird man kaum schaffen, glaube ich. Weil heute ist die Konkurrenz halt größer als das letzte Mal. Sie treten heute mit einem echten SHK-Team an. Können Sie uns Ihren Betrieb erst einmal kurz vorstellen? Ja, wir sind hier ganz in der Nähe aus Gengenbach. Schmidt Badwasser Wärme. Sind insgesamt 10 Leute. Und 2 von uns sind heute hundertprozentig mit dabei. Und der Rest sind Freunde bzw. Kollegen, die auch schon bei uns mitgearbeitet haben. Ja, und welche Erwartungen haben Sie für den Wettkampf? Ja, gute Mitte, denke ich mal. Ich hoffe, dass wir es alle durchstehen. Herr Mayer, warum engagiert sich Hansgrohe im Sport und veranstaltet den SHK-Triathlon in Offenburg? Um den Richard Grohe zitieren zu können hier, gehört der Sport und die Dusche zusammen, wie das Salz in die Suppe gehört. Und deswegen engagieren wir uns natürlich selbstverständlich für den Sport. Und für den Triathlonsport sind wir schon seit 15 Jahren dabei. Und das hat einfach den Grund, Triathlon gehört schon seit damals zu einer der umweltfreundlichsten Sportarten und auch zu den innovativsten. Und das Schwimmen, da geht es einfach um das Medium Wasser, um das geht es ja bei Hansgrohe eben auch. Jetzt gibt es ja heute auch wieder eine Distanz für SHKler. Soll das sowas wie eine Institution werden, auch für die nächsten Jahre? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja im ersten Jahr angefangen und haben eine richtig schöne Entwicklung auch gekriegt. Also viele, viele Kunden, die ja dieses Mal mit dabei sind. Und wir sind zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr noch mit einigen mehr am Start sein werden beim SHK-Triathlon hier in Offenburg dann. Auf. Wie ist es gelaufen? Gut, Schwimmen war diesmal nicht so hart wie das letzte Mal, aber weil der See war es schön kühl. Das Radfahren, gut, man hat nicht genau gewusst, wo ist man vom Ding, also von der Strecke her. Und das Laufen war es halt doch wieder ziemlich heiß. Ist eigentlich, denkt man, das Laufen schaffst du 5 Kilometer ganz locker, aber es tut halt trotzdem immer doch noch weh. Aber im Großen und Ganzen sind Sie zufrieden? Im Großen und Ganzen durchgekommen ist das Wichtigste. Nächstes Jahr wieder dabei? Na klar. Wie ist es gelaufen? War soweit okay, durchgekommen, das ist das Wichtigste. Ja gut, beim Laufen hatte ich ein bisschen Probleme irgendwo mit dem Krampf. Radfahren war sehr gut, Schwimmen, ja, durchkommen. War okay, Ziel aber nicht ganz erreicht, 1,18, 1,15 war das Ziel. Aber trotzdem Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Meinen Sie denn? Noch nicht zu Ende. Ja. Meinen Sie denn, Sie können auch noch andere Installateure motivieren fürs nächste Jahr? Hoffen wir mal. Gebt mein Bestes. Nachdem Sie sich jetzt ein bisschen erholt haben, wie war das Event für Sie und wie hat Ihr Team abgeschnitten? Oh, das Team hat super abgeschnitten. Es hat riesen Spaß gemacht. Vor allen Dingen auf der Laufstrecke war permanenter Gegenverkehr und es macht ihre Spaß, die Leute in die Augen zu schauen, wenn sie an der vorbeilaufen. Was würden Sie denn anderen Installateuren sagen, warum sie unbedingt nächstes Jahr dabei sein sollten? Ja, weil das einfache Herausforderung ist, sowas mal zu machen, vor allen Dingen im Team. Und ich glaube auch, dass es für die Firma eine ganz gute Sache ist, ein Team einfach damit darzustellen. Das war unsere Reportage aus Offenburg. Übrigens, auch SHK TV schickte eine Staffel ins Rennen.
die sich durch eine überzeugende Leistung auf der Kurzdistanz ebenfalls in die Siegerliste eintragen konnte. Haben Sie jetzt auch Triathlonluft geschnuppert? Dann machen Sie sich jetzt schon fit für den nächsten Hansgrohe-Triathlon 2012. Ich hoffe, wir sehen uns schon am Donnerstag wieder. Bis dahin, alles Gute!